Dings, wie geil wäre es? Sorry. Zufälligerweise ein schwarzes Loch hinter mir gespawnt. Es wird mich irgendwann reinzacken. Gott sei Dank, Mann. Sorry für den Salat auf meinem Kopf. Sehr, sehr lecker. Wie geil wäre es, wenn ich einfach einen neuen Merch hätte? Also wie geil wäre es, wenn ihr ein Video von mir anklickt und am Ende dann drei gesehen habt? Wieso wäre das doof? Ich bin nämlich am Überlegen, ein Klick, zwei Spaß, drei Spaß zu reservieren für die wirklichen Burner. So für zumindest Spiele mit sehr nicen Ideen. Ich sag nicht, dass die Spiele geil sind. Aber das müsst ihr schon selber herausfinden. Ey, ernsthaft, keine Ahnung, was uns in diesem Spiel erwartet. Ich habe nur das Thumbnail gesehen und war mir sofort sicher, da muss ich einfach rein. Ähnlich hat es damals mit mir und deiner Mutter angefangen. Und seien wir mal ehrlich, die meisten von der Sorte sind ja ziemlicher Trash. Aber The Silk Bulb Test könnte das Mandela-Katalog-Horror-Game werden, was wir uns immer gewünscht haben. Also ich hab mir das gewünscht. Keine Ahnung, wenn ihr auch, dann fein, aber... Und wir schauen jetzt hier uns heute auf jeden Fall mal die Demo rein. Kalibrieren. Der Silk Bulb Test. Bitte bleiben Sie sitzen, solange der Test andauert. Hey, da ist ein Projektor. Sitzt da wer? Oder bin ich allein? Sieht auf jeden Fall aus wie weitere Tische. Magst du die Farbe rot? Ich bin raus, Alter. Oh mein Gott. Was? Ist das unheimlich? Hat das Spiel jemand für mich gemacht? Also, ja, Moment. A ist true und B ist false. Also, ich mag rot, obviously. Du hast A gedrückt. Das ist wahr. Du liebst rot. Digga. Okay. Was passiert denn? Oh, nee. Schick jetzt bitte keinen Killer-Clown rein. Calibration Key. B. 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 A. A. Oh, das ging in die Hose. A. B. Was ist hier hinter mir los für ein Zirkus, Alter? Im wahrsten Sinne des Wortes. Kalibrierung komplett. Vollständig abgeschlossen. Meinst du? Wait. Das ist ein Bild von einer Tür. I'm sorry! Das Bild von einer Tür. Falsch. Das ist ein Bild von einer Tür. Falsch. Das ist ein Bild von einer Tür. Korrekt. Jetzt muss ich gucken, ob das da auch richtig steht. Nicht, dass es umgedreht hat. Ist. Sich hat. Ihr wisst schon. Oh Gott! Heute war besonders. Oh, Alter! Ja! Was ist hier los? Das ist ein Bild von einer Uhr. Falsch. Falsch. Wieder eine Uhr. Das ist korrekt. Auch richtig. Bild von dem Telefon. Ja. Telefon. Kelly Family, oder? Falsch. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn ich wirklich falsch liege. Telefon. Wenn es die Karre von Knight Rider ist, dann ja, Magnum, Digga. Eine Person. Ja. Oh nein. Das stimmte nicht, oder? Eine Person. An sich ja! Also, eine Persönlichkeit! Oh Gott. Eine Person, ja, Personen, aber ist das. Ach du Scheiße. Die spinnen an meinem Fenster, wenn ich.
Schlafzimmerfenster öffne. Oh mein Gott! Was ist denn hier los? B, B, A, 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 B. B, 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 dreimal. A, 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 B. Junge, das ist ja schlimm! Alter, will ich die Vollversion spielen? Mein Score ist 87 Punkte von 16 oder zu 16 oder was bedeutet das? B. Ich nicht mit einverstanden. Relaxo! Ich meine nicht Sie, guter Herr! Ist das ein Bild von einem Freund? Falsch! Es sei denn, er bringt mir Gummibärchen mit. Alter, was ist... Ein Freund. Falsch. Digi, atme mir jetzt nicht ans Ohr. Ein Bild von einem Fremden. Korrekt. Ich konnte nicht. Fremder. Korrekt. Alter. Ja, ich kenne die nicht. Was zum... Vertraue ihn nicht. Richtig. Du hast Frühstück gegessen heute? Ja. Hast du allein gegessen? Nein. Würdest du lieber allein gegessen haben? Nein. Hast du Angst davor, allein zu sein? Ja. Fühlst du dich schuldig, wenn du allein bist? Schuldig? Nee, halt allein. Warum bist du denn hier? Weiß ich nicht. Hä, wie ist der Zusammenhang? Fühlst du dich allein in einer Crowd? Oh, manchmal. Aber eher auf einer subtileren Ebene. Boah! Nein. Die Zeit wird dich hinfortwaschen. Oder spülen. Definitiv. Sei denn, irgendwer in 1000 Jahren wird meine Festplatte hier ausgraben. Und das wird als Evidenz für den Beginn des menschlichen Verfalls bewertet werden. Hört meine Worte, Leute der Zukunft. Schau nicht hinter dich. Korrekt? Immer dieselben Knöpfe, ne? B, B, A, 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 B. Kalibrierung erfolgreich. Oh, Kamera-Initialisierung leider nicht. Damn. Moment. Haben wir gleich. Entschuldigung. Es ist wieder da, Alter. Oh, ich hab einen Joystick! Ja, ah, ist offensichtlich erfolgreich, ne? Oh. Ja, ah! Verstehe. Kalibriert. Hi! What the... Weiter! Kalibrierung? Oh, wie denn? Wohin? Ach da, das ist der schwarze Punkt. Warum zieht das auf seine Stirn? Ja, genau das habe ich mir gedacht. Oh Gott. Ach, das bewegt sich, wenn ich nicht hingucke. Oh, das habe ich nicht gecheckt.
Oh, du... Man kann hier sterben? Lol. Okay. Ich versuch's nochmal. Ey, man kann hier wirklich verlieren, ne? Echt? Unfassbar. Okay, A. Und dann viermal B. A. B. Es ist weg! Calibration Failure? Diese Anwendung hat einen Fehler. Steuerung, um Composure wieder zurückzuhalten. Press Insert to join a conversation. Slowly realize no one's listening when you speak. Press End to leave conversation. Wake up. Oh mein Gott! Digga, die Scheiße ist verflucht! Ich muss sofort raus! Ich muss wieder raus! Das habt ihr nie gesehen. Ich hätte nie herkommen dürfen. Niemals wieder gehe ich hier rein. Stellen wir uns einfach vor, ich stolpere angsterfüllt aus diesem Testzentrum raus. Draußen ist es schon dunkel. Und während ich so durch die überfüllten Straßen schlendere, passiert das, was wir im Folgenden sehen. Herzlich willkommen bei Crowded Fallout. Wir gehen rein. Oder weiter. Oder betteln um unser Leben. Je nachdem. Es ist kalt heute Nacht. 3,40 €. Ich bin offensichtlich obdachlos. Was ist das hier für ein Lungometer, Alter? Wir werden es gleich herausfinden. Auf die eine oder andere Art und Weise. Es ist gut, mal aus der U-Bahn rauszukommen. Es erschöpft mich, die ganze Nacht da zu sitzen und Fremde nach Wechselgeld anzubetteln. 3,40 € ist alles, was ich heute kriegen konnte. Ist nicht viel, aber es sollte erstmal reichen. Für heute zumindest. Ich muss mich jetzt bemühen, wenig Schlaf zu kriegen. Okay, Planänderung. Ich muss mich bemühen, wegzurennen. Was zum? Schon wieder ein Schusswechsel? Ah, diese Stadt geht wirklich den Bach runter. Ich sollte nachsehen. Nachsehen ist tatsächlich alles, was du nicht solltest in diesem Moment. Aber gut. Sonst haben wir ja kein Horrorgame. Och, Mann. Okay, Milton. War nett mit euch, oder so. Verdammt, das ist nicht gut. Entschuldigung, haben Sie ein bisschen... Den Witz mache ich jetzt nicht. Kann ich Ihnen helfen? Wir sind alleine, also wenn ich Ihnen jetzt diese Brieftasche vermutlich voll mit Pfund, Euro oder Dollar schein, ist mir eigentlich prinzipiell egal, ich bin da scheinbar flexibel... abnehme, dann wird das keiner sehen. Nein! Doch. Die Wendung meines Schicksals wird sich heute ereignen, Sir. Ich habe, glaube ich, mein Todesurteil unterzeichnet und bin mir noch nicht sicher darüber. Das ist nicht gut. Du, hör zu. Du musst das hier nehmen. Oh, ja? Bitte. Also, vielleicht ist da einfach eine Ladung McDonald's-Gutscheine drin. Perfekt. Oder vom Backwerk, nehme ich auch. Lasse nicht zu, dass es den Case nimmt, den Koffer. Sei vorsichtig. Es nimmt vielleicht die Form von jemand anderem an. Es tut mir leid. Es ist hier. Siehst du's? Nein, wo denn? Ja, ich sehe es. Es hat eine recht aufdringliche Natur. Nur wir können es sehen. Ah, natürlich. Du musst hier raus. Da ist eine U-Bahn die Straße runter, weiß ich. Schnapp dir den letzten Zug. Jetzt! Wieso denn, Alter? Slenderman auf Fisch, den box ich... Okay, wobei, der ist irgendwie 3 Meter groß. Ich leck mich vielleicht nicht mit ihm an. Auch wenn sein Name nicht Sohan ist. Oh, der Lungometer schlägt aus.
ist meine Ausdauer. Setzt sich ein bisschen zurück, aber sehr, sehr langsam. Da muss ich scheinbar mit haushalten. Ist das wie dieses Pferderennspiel von Wii Party, Alter? Tickets kosten 2,20 €. Na gut. Excuse me? Oh, dankeschön. Junge. Die 3,20 € hat der auch noch übrig, oder? Was zur Hölle war das? Warum stehen da Türsteher in Schienen? Zum Glück war ich in der Lage, den letzten Zug zu bekommen. Ich muss raus am letzten Halt und mir irgendwo Zuflucht suchen für die Nacht. Was ist so wichtig an diesem Koffer? Ich habe schon versucht zu öffnen, aber es rührt sich nicht. Es klemmt. Ich werde Gewalt anwenden, wenn ich... Warte. Wo habe ich mein Ticket? Oh nein, ich muss es fallen gelassen haben, als ich hier runtergerannt bin. Ich muss ein anderes finden. Was? Ich habe nicht mehr genug Geld. Es ist mir gefolgt. Oh, es nimmt die Form von jemand anders an. Das ist er jetzt, ne? Wie kann den niemand sehen? Also richtig durchkommen tut er nicht. Die Bäuche sind extra breit. Egal, ich muss raus aus dieser Station. Achso, wir sind gefahren. Kommt es? Oh, es kommt! Entschuldigung! Da liegt Geld! Danke, 19 Cent! Damn. Unter der Bank? Das ist nichts. Oh Gott, der ist nah! Fuck me! Okay, ich bin jetzt nicht so weit gefahren, wie ich irgendwie gemusst habe, ne? Warte mal, Tickets kosten 3,20 €. Ja, hier ist noch ein bisschen Knete. Boah, das wird eine Weile dauern, Baby. Komm schon, komm schon, komm schon! Wer schmeißt 19 Penny hier weg? Was ist mit euch? Okay, 25. Oh, Entschuldigung, war das ihr Geld? Tut mir leid. Ich werde es wieder aufbereiten. Münzenreinigungsservice Sef. Oh, da ist er. Nee. Entschuldigung. Kann ich nicht am irgendeinen Automaten noch ein paar Cent rauskramen hier oder so? Nein, lassen Sie mich! Danke! Oh, wir kommen der Sache schon näher. Oh, yes. Oh, yes. Okay. Ich habe wieder ein bisschen Energie. Nichts da drin. Komm schon, komm schon, komm schon. 29, sehr gut. Oh. Komm. Yes. Das langt. Shit. Ich muss jetzt so einen scheiß Automaten finden, Alter. Okay, wo? War doch hier eigentlich gleich irgendwo, oder? Ich glaube hier. Nee. Wo? Da? Da. Okay, ich habe ein Ticket. Ich hab ein Ticket. Lass mich durch. Nein! Okay. Oh, ach, das war's! Oh mein Gott, what? Oh nein! Ah, das hatte so ein cooles Setup irgendwie. So ein Creep, das dir die ganze Zeit folgt. So in so einer überfüllten, engen Passage, so von einem Alltag. Das ist irgendwie eine nice Idee, aber die Umsetzung, die war nicht, das war auch zu short. Vielleicht hätte man das irgendwie noch ein bisschen ausbreiten können oder so, keine Ahnung. Oh, schade. Gut, ich bin weiterhin unterwegs in der U-Bahn. An irgendeinem Unterschlupf angekommen, habe ich den Albtraum vom Wannabe-Basketballspieler eben in der U-Bahn hinter mir gelassen. Und habe mich entschieden, mein Leben komplett umzukrempeln, während mir eine Chance ins Haus flatterte, die genau das bewirken sollte. Mein neuer Job, ein Fensterputzer, dem ich dankend annehme. Und zu dem ich euch herzlich willkommen heiße. Cleanies, Window, Cleaning, Clean Service. Irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, keine Ahnung. Hallo, Cleaning Service. Oh, die meinen mich. Yep. Wir haben ein paar dreckige Fenster zu Hause. Oh, nicht nur das Fenster ist bei Ihnen zu Hause Dreck. Ich meine, für diese Fälle bin ich ein Mann. Oder so. Wir sind beschäftigt am Tag, also
sollte dein Job nachts erledigt werden. Sagt nie jemand, also. Das ist so dieses Szenario, in dem man sich für Horrorspiele ausdenkt. Machen Sie sich keine Sorgen drum, Sie werden im Voraus bezahlt. Sagt sicherlich auch niemand. Ich werde Ihnen jetzt die Adresse senden. Alles klar. Es freut mich, Ihnen Freude zu bereiten. Oh mein Gott, okay. Das ist die Villa von irgendeinem amerikanischen Filmstar. Ich bin hier gespannt, was für ein DiCaprio-Verschnitt mich da begrüßen wird. Das ist ja einzigartige Haustürklingel. Ist jetzt irgendwo irgendwas in die Luft geflogen beim Betätigen dieses Buttons? Ich würde mich nicht wundern. Apropos in die Luft geflogen. Kommt drauf an, wie hart die Jumpscares sind, die ich hinter diesen schmutzigen Fenstern freilegen werde. Dann gehe ich nämlich auch gerne mal in die Luft. Ich hab schon nicht klingelt. Ich klopf jetzt trotzdem nochmal, weil es stand da. Oh. Entschuldigung? Hab ich da eine Fernsteuerung für? Okay. Ah, ich hab meine Gerätschaften jetzt ausgepackt. Alles klar. Moment. Move to the next window. Start cleaning. Check tools. Ja. Spray. Okay. Erkläre mir. Ich muss das als schön. Das ist aber befriedigend. Handtuch. Wiku. Oh. Macht das diesen squeaky Sound? Was ist denn. Was wisch ich denn hier ab, Alter? Ich wisch doch hier das Fliegengitter weg. Was? Es squeakt ein bisschen. Nein! Okay, das gefällt mir. Soll das Blut sein? Ich bitte euch. Nein. Okay, so, wir sprühen. Das ist ein bisschen grober verschmutzt. Ich glaube, den Schwamm kann ich noch nicht. Wieso nicht? Ja, hartnäckige Verschmutzung. Das habe ich mir schon gedacht. Oder ist das innen? Nee, alles klar. Warum kommt der Schwamm nach dem Handtuch? Oh, ich muss es nochmal sprayen? Oh. Nochmal. Oh, cool. Was eine Arbeit. Ach, das Ding fährt mit! LOL! KI! Nächste Woche, da putzt der Truck hier selbst. Ihr werdet sehen. In Windows, in Cleanies, Window Cleaner 2. Ich war dabei. So. Und wischt der Schwamm nicht das übrige Fenster? Entschuldigung, der Teenager da, der wurde vorher warnt, ne? nicht, dass ich irgendwie, den bei irgendwas erwische, was wir alle nie sehen wollen. Was macht er da? Grüße! Es geht. So ein bisschen Gras kaufen. Ich meine, nett habt ihr's hier. Yeah. Warum ist eigentlich Salsa auf euren Fenstern verteilt? Von außen, wer ist denn hier explodiert? Könnt ihr mir das mal erklären? Ich werde wahrscheinlich, also die Antwort wird lauten, dass ich nicht bezahlt werde zum Fragen stellen. Und das wird sich als äußerst richtig erweisen. Aber nichtsdestotrotz. Oh, wer guckt denn da? Ist das ein Bild? Ihmchen hier? Das ist aber ein cooles Konzept, weil ich will jetzt wissen, was ich hier freilege. Verstehst du? So. Wenn ich das erst einsprühe, ist es eigentlich doch besser, oder? Ja, dachte ich mir. So, da haben wir oben noch die zweite Etage. Ich muss erst immer das Fenster anklicken. Warte, was ist denn, wenn ich jetzt... Ich kann nicht den... Ich muss den Staub erst abwischen. Hey, wieso? Da ist er. Der Horror, Leute. Ich hab den Horror gefunden. War da auch schon gespannt? Ja, gruseliger wird's heute nicht mehr. Ich bin halt ein Fensterputzer. Mehr habe ich nicht versprochen. Das könnt ihr mir jetzt nicht vorwerfen. Oh, come on! Du Kackfleck. Gib her jetzt. Yeah, ich würde so gesagt haben hier.
Warte mal. War der Kopf jetzt weg? Aus dem Bild? Oh nee, die Oma. Die wird meine Arbeit judgen, Alter. Back in my days haben wir das ohne Lastwagen hingekriegt. Ja, Oma. Ist gut. Warte. Deinen Tagen hat man auch noch mit Lanzen aufeinander eingestochen. Und? Siehst du mich einstechen? Nee, noch nicht. Das ist ja offensichtlich sowieso schon passiert. Das ist gar keine Oma, ne? Das ist doch Vater. Oder so. Man weiß es nicht. Hallo? Ist es bitte clean? Warte, hat er noch einen kleinen Fleck auf sein... Hier, ne? Oder? War's da? Yeah! Oh. Hi. Ein Glühwürmchen. Süß. Oh, wow. Ich höre da irgendwelche Geräusche. Ich denke mal, das ist der Fernseher. Jo, gib mir mal einen Payoff. Irgendwas muss hier doch passieren. Auch wenn ich es den Leuten nicht versprochen habe. Wie gesagt. Ist da wieder jemand? Oder sieht das nur so aus? Alter, Tales of the Fensterputzer hier. Lol. Demnächst bringe ich einen Bestseller raus. Oh nein! Da ist jemand die Treppe hochgegangen. Sehr, sehr ungewöhnlich und sehr, sehr gruselig. Da war was Rotes. Es hat rot geleuchtet. Das war nur irgendein Schalter, oder? Bestimmt. So. Wait, war da was? Oder war das hier Schatten? Ich weiß nicht. Meine Sicht ist so eingeschränkt. Oh. Okay. Jetzt aber schnell. Schnell. Let's go! Yeah! My bottle is empty. Okay, ich muss eine andere Sprühflasche holen. Ja, wie denn? Exit? Oh! Ah. Oh, die Fenster muss ich noch. What? Ich muss meine Schlüssel irgendwo versteckt, verloren haben, da vorne. Alter, krasse Butze. Lol. Bisschen unkomfortabel hier auszuparken, aber, Das ist mein Truckschlüssel? Wirklich jetzt? Der? Weiß ich nicht. Du hast nur kein anderes Model gefunden. Oh, lol. Ladungssicherung. Die Expertenmanier. Okay, weiter da, wo ich stehen geblieben bin. Hier ist jemand eingestiegen? Was? Das werfen die mir vor! Das muss ich doch gewesen sein. Oh nein, ich bin für ein Verbrechen verantwortlich, oder? Dann ist es hier gar nicht übernatürlich, sondern es passiert was durch meine Unachtsamkeit. Oh, das ist aber gar nicht so schlecht. Diese Story. Das ist irgendwie nachvollziehbar. Das finde ich gut. Warte. Wir erleben die Geschichte aus der Sicht von Tuch und Schwamm. Yeah. Entschuldigung. Seht ihr hier diesen kleinen roten Punkt hier? Hier? Diggi. No way. Oh mein Gott, wirklich jetzt. Was ist, wenn ich an die anderen Fenster gucke? Warte mal. Was ist, wenn ich rausgehe? Irgendwann ist ja meine Flasche wieder alle, oder? Oh, da ist wieder diese Maske. Warum sehe ich die immer? Wandert die hier durchs Haus oder spinne ich einfach ein bisschen? Ich meine, ich spinne sowieso, aber wandert die durchs Haus? Da war ein Schatten. Ist unter dem Bett verschwunden. Oh! Soll ich dem Vater Bescheid sagen? Ey, yo! Ihr habt ein Problem. Right unter deinem Double-Bed. Warte mal. Ich geh mal raus. Oh, ich kann nicht! Ich kann nicht aussteigen, wenn ich will! Das sind sehr merkwürdig aussehende verdächtige Flecken. Oh ja. Und ich bin der Experte, wenn es um verdächtige Flecken geht, Freunde. Ich möchte das nicht weiter ausführen. Da
da ist er wieder! Da ist er wieder, hinter dem! Ist ja gruselig. Ich könnte ja fast annehmen, das ist ein Horrorspiel. Ach nee, das ist die andere Perspektive, oder? Von dem Raum eben. Ich glaube schon. Aber es sind die kleinen Dinge oft. Sag ich auch zu meiner Freundin! Oh Gott! Wait. Ich will wissen, wie die Geschichte jetzt weitergeht. Oh, ist da hinten das Töchterchen? Da sitzt eine kleine Dame. Warte. Oh ja. Oh, irgendwer hat Geburtstag. Was, da bestellt ihr einen Fensterputzer? Was soll das? Da will ich aber auch ein Stück Kuchen haben. Bevor hier irgendwer ermordet wird, will ich bitte... Mein Anzahl. Oh, der steht da hinter der Tür. Lol. Sollte ich dem vielleicht Bescheid sagen? Psst. Okay. Das ist doch Apo Red. Der macht doch hier gerade ein Prank-Video. Ich kann nicht. Wer um Gottes Namen würde denn da nicht Bescheid sagen? Oh, der ist weg. Oh mein Gott. Was habe ich getan? Es juckt mich auch einfach nicht. Ich werde nicht bezahlt zum Fragen stellen. Das passiert ja scheinbar einfach abends. Oh, guck mal, die sind weg. Da ist niemand mehr auf dem Stuhl. Hörst jetzt gleich schreien, dann, wie gesagt, nicht meine Verantwortung. Meine Verantwortung ist, den Schwamm auf dem Glas rumzureiben. Und nischt weiter. Wenn ihr wollt, dass ich mir Sorgen um euch mache, bezahlt mich fürs Sorgen machen. So. Zack. Und sauber. Es soll ja niemand am Ende behaupten, ich hätte meinen Job nicht richtig gemacht. Komm, das war meine Chance. Ansonsten muss ich zurück in die U-Bahn. Zu fucking Dirk Nowitzki. Und wer hat da schon Bock drauf? Ich nicht. Ist hier der Wechselgeld aus dem Müllkram. Nee. Ab jetzt läuft es hier anders. Ich hab bezahlt, ich hab... Da ist jemand. Hat der den... Der hat bestimmt den Kuchen gesliced. Das war der Ehrengast. Das war Onkel Frank, Alter. Der kleine Scherzbold. Ach, Frank. Was würden wir nur ohne dich machen? Geburtstage werden so langsam. Und den Ketchup hat er hinten auf der Wand verteilt. Ach, Frank. Wirklich, so eine Sauerei. Dich kriegen wir auch nicht mehr groß, ne? Oh, du Tollpatsch, du. Na gut. So, und jetzt schneide jedem ein Stückchen Kuchen auf. Geschnitten wurde schon fleißig, hatte ich mir sagen lassen. Wie der hier einfach weiter putze. Wie jetzt das? Wo ist denn das? Come on, Alter. So. Yeah. Oh, das wird nicht reichen. Oh, das wird nicht reichen. Nein! Ach, als ob das nicht abgeht! Scheißdreck. Yeah! So. Eins, nein, nicht nur noch eins. Fuck, die da oben dann auch noch. Oh, Junge. Ist halt ein großes Haus, aber die Bezahlung, die wird prächtig sein. So. Ist da ein Messer im Tisch? Junge, warum sind die Einbrecher in Horrorgames immer so fucking edgy, Alter? Was ist mit denen? Das ist dumm. Ich hab zu Hause die Fingernägel meiner Feinde gesammelt. So ne Leute sind das. Yeah. Let's go. Okay, was ist das für ein Raum? Haben ja auch einfach so... unfassbar viele Zimmer. Ich will jetzt wissen, wie das endet. Ihr müsst noch dranbleiben, Leute. Wehe, ihr schaltet ab. Dann fühle ich mich wirklich hier alleine. Das ist ein einsamer Job. Oh, der Dachboden. Oh, der lässt sie da verschwinden. Okay. Ich meine, ich habe nichts gesehen, mein Freund. Alles gut. Nein, come on. Let's go. Yeah. Meine Flasche wird alle sein. Das ist hier bei den letzten beiden. Nee? Reicht noch? Oh, wenn du meinst. Junge, ich sprühe da auch so viel Zeug drauf. Da ist wieder die Maske.
Es läuft ja alles die Wand runter. Ganz kleinen Fassadenreiniger nochmal. Oh, das könnte mein Nebengewerbe sein. Oh, da kassiere ich doppelt ab. Ich mache die Fassade richtig dreckig. Warum ist da noch einer mit Maske? Der übelste Tresor im Schlafzimmer. Oh mein Gott. Dagobert, Dank ist eifersüchtig. Sehr gemütlich, Freunde. Nee, muss schon sagen. Also ihr wisst auch, wie ihr das subtil hier macht, ne? So Games, wo gar nichts passiert, sind irgendwie am witzigsten. Da kann ich halt einfach irgendeinen richtig dummen Dünnschiss labern und es ist witzig. Also ich find's witzig, ich weiß, ihr nicht. Aber lasst trotzdem Daumen nach oben da. So. Alter, wie viele... Ach, hier vorne liegt die Maske. Warum ist die manchmal orange und manchmal weiß? Ich verstehe es nicht. Uff. Ja, nicht zu gewagt. Also Höhenangst darfst du nicht haben, ne? Bislang war ich eher unten. Also so U-Bahn unten. Bin ich gar nicht so richtig gewohnt hier. Start Cleaning. Der wird irgendwann auf meiner Plattform stehen. So wird's enden, oder? Mit einem Jumpscare von ihm. Oh, da ist er. Ach, das sind mehrere! Das ist die ganze Adams Family, Alter. What? The Beatles! Digi, ich muss den Plot herausfinden. Die stehen hier alle gleich auf meiner Plattform. Deswegen ist hier Platz. Ihr werdet sehen. Oh, hi. Oh, Mama, oh, Mama, oh, Mama, oh, Mama. Jetzt beschwört er da Satan. Ah, oh mein Gott! Danke, dass ich das letzte Fenster nicht putzen musste. Die verkaufen jetzt meinen Arsch samt Briefcase an fucking Dirk Nowitzki aus der U-Bahn. Ich sag's euch. So. Hallo, Cleaning Service. Wait. We need some window cleaning at home. Warte. Wait, das war die ganze Family? Das waren alle? Da ist niemand gestorben? Und die haben das gemacht, um mich zu entführen? Dann hättet ihr mich doch aber erstens noch dieses Fenster putzen lassen sollen. Weil dann hätte es sich gelohnt. Punkt 2. Ein ziemlich schlechter Deal, jemanden wie mich zu entführen, wenn ihr dann jedes Mal wieder die Scheiben ersetzen müsst. Weil ihr nicht warten könnt bis zur Abrechnung. Punkt 3. What the fuck? Okay? Lasst euch das mal auf der Tongue zu gehen, Alter. So, Freunde. Lasst ihr mal bitte den Daumen nach oben da. Das war ein Klick, drei Spaß mit eurem Self. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder.